Eiskalte Schulter, mach dir nichts vor, so bin ich immer. Aus meinen Gefühlen mache ich kein großes Getue, besonders nicht für dahergelaufene Jungs wie Rechtsklick, wie dich, egal wie wichtig sie sein mögen. Ich persönlich habe ja den Eindruck, dass du in einer Art Traumwelt lebst und ernsthaft glaubst, ich sei um deine Sicherheit besorgt. In dem Fall lasse ich dich jetzt weiter träumen, aber versorg mich weiterhin mit Infos. Warnung vor Georgia. Diese E-Mail wurde vom NSA-Computer in Rom gesendet. Achtung, es kursieren Gerüchte über eine Georgia-Situation bei der CIA. Es handelt sich um eine interne Angelegenheit, bei der keine Zusammenarbeit der Abteilungen erfolgt. Natürlich liegt es in unserem Interesse, informiert zu bleiben. Die Situation kurz zusammengefasst. Jemand, der nach eigener Aussage undercover arbeitet, hat berichtet, dass er abtrünniger US-Agent außerhalb der Staaten operiert. Ach, ein. Deshalb fällt die Sache in die Zuständigkeit der CIA, nicht unsere. Der Kontakt hat nichts darüber verlauten lassen, welche Agency involviert sind. Wir tappen bei dieser Operation deshalb bislang im Dunkeln. Der Kontakt hat zum Zweck seiner Identifizierung bei der US-Regierung einen NSA-Code angegeben, weshalb es ziemlicher Schwachsinn ist, dass wir offiziell außen vor gelassen werden. Der abtrünnige Agent soll angeblich in Saudi-Arabien operiert haben. Mögliche Verbindung zum Shahid-Vorfall? Falls Ihnen Informationen untergekommen sind, senden Sie zuerst sie zuerst an mich. Teilen Sie der CIA nichts mit, bevor Sie nicht bei mir waren. Clark. Sean Darcy, ich beobachte dich. Hey Mike, herzlichen Glückwunsch, dass du so lange überlebt hast. Du verfügst über großen Kampfgeist. Ich kann verstehen, warum Westridge dich in seinem Team haben wollte. Aus Höflichkeit, von einem Profil zum anderen, Profi zum anderen, wollte ich dich darüber informieren, dass ich dich jage. Ich kenne deinen Stolz und habe dich nie für jemanden gehalten, der einfach so aufgibt. Aber ich verspreche dir, solltest du dich freiwillig stellen, werde ich deine Kapitulation wie ein Gentleman akzeptieren und dich am Leben lassen. Oder du läufst weiter weg. In dem Fall werde ich dich leider töten müssen. Nichts Persönliches, mein Freund. Rein geschäftlich. Minutang, abgefangene Nachricht. Hey Mike, sieh dir mal diese E-Mail an, aber nur unter Vorbehalt. Ist eine Nachricht von Al-Samad. Die IP des Absenders stammt aus einer Gegend, in der sie angeblich operieren, und die verwendeten Codes entsprechen denen aus früheren Nachrichten, die in Europa aufgetaucht sind. Ich finde es nur eigenartig, dass Al-Samad eine derart lange Verteilerliste verwendet. Normalerweise kommunizieren die Zellen untereinander nicht, um Lecks in der Informationskette möglichst gering zu halten, falls einer verhört werden sollte. Also liest ihr das mal durch. Okay, das war's schon. Wir treffen uns bei den Ruinen. Zeitcode Algol. Ziel 1, Verteilung der zuletzt erworbenen Waffe. Zweitens, Ziele der nächsten Phase festlegen. Was bedeutet das? 20.000 lohnt sich noch nicht. Oder doch vielleicht für Informationen. Oh ja, Dossierdaten über Madison St. James. Wenn du diese Informationen kaufst, erweitert sich dein Dossier über Madison St. James. Ganz kurz, jetzt muss ich erstmal gucken unter Informationen. Wo ist sie? Madison da. Sie ist Marburgs Assistentin. Madison St. James ist seit weniger als einem Jahr in Italien. Ihre Akte bei der Veteran Combat Initiative zufolge spricht sie fließend Italienisch und beherrscht die Grundzüge einiger anderer Sprachen, was ihr zu einem Teilzeitjob bei der VCI als Übersetzerin und Sachbearbeiterin verhalf. Ihrer Akte nach erfüllt sie ihre Pflichten mit einem Höchstmaß an Professionalität. Obwohl Madison noch nicht lange in der VCI-Zweigstelle arbeitet, haben ihre Arbeitsmoral und ihre Fähigkeiten sich schnell zur Marburgs Assistentin in Rom werden lassen. Sie hat Zugang zu sensiblem Material, wobei das meiste davon verschlüsselt ist, bis sie Michael Thorntons Akte fand, kaum eine Ahnung hatte, worum es sich dabei handelte.
Sie scheint nicht zu wissen, was die VCI neben der Anwerbung von ehemaligen Armeeangehörigen und dem Anbieten von privaten Sicherheitsdienstleistungen tut. Interessant. Ich will aber noch mal gucken, was hier in im Fernsehen Bodies läuft. release vast quantities of the hormone adrenaline, which turns even the calmest child into an uncontrollable hellion. Was zur Hölle According to war da one los? researcher, we gave them a bag of candy bars, and then in like a half hour they were running around being crazy, end quote. Researchers managing the study recommended parents attempt to reduce their child's sugar intake, or at least balance it with other snacks containing fat and carbohydrates. Like chips and pretzels, right? Yes, Melissa, that would probably work. But parents should remain aware of the dangers that sugar poses to their children and their families. Well, that's certainly food for thought. The devastating attack on a US base in Tehran has left several Das haben wir doch schon gesehen, leider. Marines Guckt, also man kann sie nicht unendlich an- und ausschalten, die Fernsehgeräte hier. In diesem Spiel. Ich will mal kurz speichern. Kontaktiere Madison St. James. Triff dich mit Madison St. James und finde heraus, was sie über Marburgs Anwesenheit in Rom weiß und inwiefern die Veteran Combat Initiative an diesen Plänen beteiligt ist. Sei vorsichtig, in den Akten steht nicht viel über Madison. Das könnte also ein abgekartetes Spiel sein. Oh. Schön aufpassen. La Donna Silenciosa. Oder Silenioza? Zurückhaltend. Thank you for meeting me, Mr. Thornton. Mike, or Michael is fine. So what's this about someone trying to kill me? I work for the Veteran Combat Initiative, VCI. Ist nicht wirklich They're a so. Global military contractor. My boss, Mr. Marburg, I think he's involved in something illegal. So I checked it out, and your name came up several times in our database. What makes you think he intends to kill me? Termination contracts. Even one for a man named Albara, a professor here in Italy. It was cross-linked to several contracts Do within you have the the VCI. Contracts? That'd be valuable evidence. Not on me, no. I see. Mr. Thornton, I'm not sure what to do next. Go to the authorities? Is there someone I should notify, or... Madison, you did the right thing warning me, and I appreciate it. I probably shouldn't have accepted your call. I think that may make things worse for you. For me? I think I was a little more worried about you. And I appreciate it. I'll do whatever I can to protect you. You need to look out for yourself first. Mike, Marburg is going to try and kill you. What are you going to do? I know Marburg. I know he wants to kill me. What I don't know is why he's here in Rome. I... Madison, you've already put yourself in danger by even meeting with me. I can protect you, but I need to know what Marburg's here for. I need those files. Are they in the VCI branch office? I don't know what you're looking for, but the VCI office in Rome isn't Marburg's personal office. He does most of his work off-site, or when he travels. But he's here now, so where would he store the information while in Rome? Uh-oh. He has a villa. I've been there several times. If the files exist, I'm guessing they'd be there. Along with Marburg. Yes. Give me the address. Can you get me in? What? Passcodes, details on the security system, anything would be helpful. I can give you the address, but that other information... Miss St. James, you've already gotten into more trouble than you know by speaking to me, and that's my fault. However, you know Marburg, and you know what you found makes you a liability. Yes. I can protect you. I have a location in Rome that Marburg doesn't know about, and you can stay there. But in return, I need whatever information you can provide to take him down. But... Let me do my job. If I can expose him, you're safe. And if he gets by me, trust me, no one else can protect you. Oh, All gosh. Right, Mr. Thornton. I can get you the address to the villa, and the names of the files you need to search for. Then that's all I need. Come with me. Oh je, ich traue ihn nicht so absolut. Ich traue keinem einzigen Charakter hier. Auf zufällige Weise erfuhr die Vorstandsassistentin Marburgs, Madison St. James, von Plänen, denen die Ermordung Agent Thorntons zugrunde liegt. Der Auftraggeber, ihr eigener Vorgesetzter, Conrad Marburg. Madison St. James versuchte darauf, die örtlichen Behörden zu verständigen, doch Agent Thornton und Mina Tang fingen den Angriff
erfolgreich ab. Im Zuge des Gesprächs und der darauf folgenden Besprechung versuchte Agent Thornton, den Grund für Madisons Motivation zu erfahren, sowie ihre Mitwirkung in Operation Deus Vult. Madison hat den Standort von Marburgs Villa in Rom angegeben. Wie es scheint, ist dies der nächste logische Ort, wo Infos zum Plan zu finden sind. Nach dem Treffen mit Madison brachte Thornton sie zu seinem Stützpunkt in Rom, um Marburg daran zu hindern, ihr etwas anzutun und um ein Auge auf sie zu haben. Neue Mission erhalten. Durchsuche Marburgs Villa. Das sind alles sehr kurze Missionen. Coalition Forces report sporadic outbreaks of violence across the Middle East, believed to be part of a power struggle between Wir lesen mal erstmal die E-Mails, so wie es sich immer gehört. Ist nur eine. Mina Tang an Mike Thornton. Wetten, dass du gerne hier wärst? Heute hat ein neuer Rekrut hier angefangen. Er hat das Aufnahmeritual durchlaufen und hat bei der Auseinandersetzung mit den Wachen und bei der Schießerei echt Nerven bewiesen, bis auf... Nun ja, als er schließlich im Schießstand aufgetaucht ist, kam plötzlich ein sehr strenger Geruch auf. Wie sich herausstellte, hat er sich wohl während der Übung in die Hose geschissen. Was? Oh Gott. Auf der einen Seite war er mit Betäubungsmitteln zugedröhnt, hatte Todesangst und hat sich selber eingeschissen. Auf der anderen Seite hat er so professionell gehandelt, dass er sich... von seiner vollgekackten Unterhose nicht aus dem Konzept bringen ließ. Ich denke, wir überlegen immer noch, was wir mit ihm machen. Zum wichtigen Teil. Vermisst du mich? Was zur Hölle? Okay, hier war das. Warum geht es hier eigentlich nicht? Hier kann ich nicht mit WASD was machen. Lustig. Natürlich, ich brauche jemanden, der mir zuschaut, wie ich auf die Ziele schieße und der mir sagt, was für ein toller Hecht ich bin. Weil ich mich nur selten vollsaue. Warte, versuchst du mit mir zu flirten, Frau Tang? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich muss die Welt retten. MT. Abweisend? Das lassen wir natürlich. Ich vermisse gerade nur die Mina Tang, die mir wichtige Informationen zukommen lässt und nicht mit mir flirtet. Oder direkt. Wenn du mit vermissen meinst, dass ich mir wünsche, wieder in der Greybox zu sein, dann nein. Aber wenn du meinst, dass wir diesen Smalltalk beenden und... Oh mein Gott. Und uns um die sexuellen Spannungen zwischen uns kümmern sollten, dann ja. Das klingt mir ein bisschen zu übertrieben. Oder? Lustig. Oder direkt? Lustig. Oder direkt? Ich muss mal gucken, wie sie das geschrieben hat. Vermisst du mich? Da ist überhaupt nichts anderes, außer zum wichtigen Teil vermisst du mich. Steht genau am Ende. Wir sind mal direkt. Ich will mal sehen, was jetzt passiert. Oh mein Gott, das fand sie gut. Interessant. Ich glaube, wir haben gerade was in die Wege geleitet, wenn sie nicht irgendwann stirbt. Was, wie gesagt, immer wieder passieren kann. Dossierdaten über Deus Vult, sehr gut. Durchsucht Marburgs Villa, Missionskarte. Okay, sehr praktisch. So, können wir mit dir reden? Ja. Wirklich? Das war's? Na gut. Übrigens, aus damit. Weiter geht's. Wir haben mehr Informationen bekommen über Deus Vult. Deus Vult, benannt nach Marburgs Leitspruch, sind die Männer von Marburg oftmals ehemalige Agenten, die sich der... Ach ja, Pfeiltasten gehen ja auch nicht. Die sich der VCI angeschlossen haben und letztendlich zu Marburgs persönlichen Mitarbeitern aufgestiegen sind. Viele von ihnen wurden zuerst vom US-Justizministerium und anschließend von Marburg persönlich ausgebildet und stellten selbst für die abgebrühtesten Agenten eine echte Bedrohung dar. Typischerweise setzen sie keine schweren, sondern nur leichte Schusswaffen ein, diese aber mit chirurgischer Präzision. Die sind also noch gefährlicher als CIA-Mitarbeiter.
Marburgs Agenten reagieren schnell auf Bedrohungen, nutzen Deckung und setzen im Kampf großzügig Sprengstoff und Minen ein. Sie verwenden modernste Spionagetechnologie und für verschiedenste dreckige Einsätze. Folglich kann man ihnen selbst mit Hilfe modernster Ausrüstung und taktischer Hinterhalte nur schwer beikommen. Ein Agent von Marburg kann zwar auf einen Schallprojektor hereinfallen, das passiert jedoch nur einmal. Ein guter Hinweis übrigens. Wir wissen jetzt, wie gefährlich die sind. Okay, nochmal können wir nicht mehr mit dir reden. Ich kann aber den Fernseher nochmal einschalten und dann nochmal ausschalten und dann nie wieder einschalten. Denn das ist der Superfernseher. Wir machen mal hier Schluss. Ja, warum nicht? Ja, also es sieht so aus, als würden wir jetzt tatsächlich zu Marburg gehen müssen. Und das ist definitiv, ja, das wird definitiv nicht simpel. Ich denke mal eher, dass das wieder ein ziemlich anstrengendes Unterfangen wird. Jedoch gibt es das dann erst im nächsten Part oder in den nächsten Parts, je nachdem wie lange das dauert. Bis dann würde ich sagen, das war Alpha Protocol, ich bin Classify LP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!